Einen guten Abend. Wir fahren fort. Aber wohin fahren wir denn? Bin ich einmal gespannt, was jetzt geladen wird. Ah, sieht richtig aus. Ja, guten Abend euch. Wir spielen weiter. Nicht New Horizon, sondern. So hieß meine Gilde. Horizon Zero Dawn. Meine Forge of Empires Gilde hieß New Horizons. Moin, Tyrell. Moin. Guten Morgen. In immer. Oh. Gleich mal einen kleinen Auftaktkampf. Ja, ich habe gestern an dieser Stelle ungefähr Stopp gemacht. Nicht so ganz an dieser Stelle, da man ja einmal ein Lagerfeuer muss, um zu speichern. Ich glaube, wir waren hier unten irgendwo. Dann bin ich hier nochmal hochgegangen und an diesen Punkt gegangen, um an dem Lagerfeuer zu speichern. Genau, deswegen ist es nicht ganz exakt die Stelle, wo ich gestern aufgehört habe. Und ja, eigentlich dachte ich mir vorhin, hey, heute spiele ich mal Forge of Empires und zeig mal, wie weit ich in den Quantum Incursions gekommen bin. Und dann hat mich aber plötzlich die keine Lust gepackt. Ja. Keine Lust mehr gehabt. Keine Ahnung. Naja, vielleicht fahren wir da demnächst bald fort. Und ich zeig mal so grob. Ist es schon wieder auf Demos? Führerwahl? Warum kannst du die nicht ändern? Schade. Ja, ich kann sie. Ach doch, ich kann sie jetzt am Handy ändern, dann. Das habe ich ja jetzt hier. Games und Demos. Ich weiß nicht, warum das immer auf Games und Demos stellt. Komisch.
So. Aber ich müsste die eigentlich am Handy anpassen können. Ich muss nur noch hinfinden. Stream Manager. Stream Info bearbeiten. Kann ich hier ändern. Horizon Zero Dawn. Fertig. So. Ist es korrigiert? Ist es geändert? Denke, oder? Ja, jetzt regnet es hier auch noch. Jetzt wird es wieder so komisch nass. Genau, die neue Quantum Incursion, nicht Saison, sondern ich wollte doch. Die neue Runde hat gestartet bei den Quantum Incursions bei Forge of Empires. Ich konnte da noch nicht viel Weiß bis machen, auf die Knochen. weil ich vorhin erst das erste Mal mich eingeloggt habe und dann habe ich meine Stadt angefangen zu bauen und ja, ein bisschen gekämpft und sonst da noch nichts gemacht. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es keine so gute Idee war, meine ganzen Scherben auszugeben. Denn mit dem Start der neuen Runde habe ich jetzt keine Scherben mehr. Denn die behält man anscheinend. Also man hat immer diese Scherben, die man noch übrig hat aus der letzten Runde und nimmt die mit in die nächste Runde. Und ich habe die Scherben ausgegeben für eine zusätzliche Kiste. Ja, und jetzt fehlen mir halt diese Scherben, die ich ausgegeben habe. Tja, so ist das anscheinend. Also auch eine ganz gute Information. Die man sich merken sollte bei den Quantum Incursions. Gut, aber jetzt würde ich hier jetzt erstmal zu. Zur nächsten Quest gehen und noch ein paar per Jäger schießen. Wo ist der Dritte? Gibt's keinen dritten? Das ist sonst immer einen dritten. Naja, anscheinend diesmal nicht. Ja, gestern den Bruder, befreit oder gerettet, gefunden. Familienzusammenführung. Willst du nicht helfen? Ja, und jetzt will ich anscheinend nicht helfen. Ich bin verletzt. Du musst mir helfen. Und da will schon jemand helfen. Hilfe. Schauen wir gleich mal, ob ich helfen kann. So, dem habe ich schon mal geholfen. Also das Jagen macht einfach, gerade insbesondere bei den Jägern, bei den Wächtern, das macht irgendwie Spaß, schön leise jetzt. denen ins Licht zu schießen.
lass mich da immer wieder verführen. Und denk mir so, einer geht noch. Ja, bist du? Da war es wieder ein Dritter. Genau, und hier möchte jemand Hilfe und rief um Hilfe. Hi. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Na klar, warum ich? Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Könnt jetzt mal auf seine Stirnzeichnung achten. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Genau, in den Fußstapfen der Mutter. Verschiedene Stämme, verschiedene Zeichnungen. Ich glaube eher Familienzeichnungen. Denn das hier sind eigentlich alles die Nora, also der Stamm, dem ich theoretisch auch angehöre, wenn ich nicht verstoßen wäre, ausgestoßen. Wobei ich ja noch nicht weiß, was das bedeutet. Aber die beiden, denen wir gestern geholfen haben, die ja eine Familie waren, Bruder und Schwester, die hatten auch die gleiche Stirnzeichnung. Jetzt muss ich aber die andere Quest anwählen, sonst verfolge ich weiter die Grata. Also das ist hier unten, wo ich gerade herkomme. Also das war zumindest bisher meine Vermutung, dass die so eine Art Familienstirnzeichnung irgendwie alle haben. Ganz schön hart, aber das kenne ich ja. Hartes Fleisch. Ah ja, genau. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Da, wo ich gerade schon... Ich kann nicht runter! Hilfe! Wenn er sich nicht bewegt.
Dafür gab's jetzt 4. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Ich loote erstmal. Kann ich kurz mit dir reden? Ich möchte mich nur bedanken. Das nehme ich mit. So, bedanke dich. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um ein Speer zurückzubekommen. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ja. Jetzt muss ich den Speer suchen und sie hatte, denke ich. Das gleiche. Die gleiche Zeichnung an der Stirn. Sind wieder irgendwelche Viecher? Truthahn. Truthahn ist nicht schlimm. Gegenteil, den holen wir uns eben. Wenn der so auf dem Weg liegt. Es geht jetzt nach da weiter. Das heißt, das Wildschwein liegt nicht wirklich auf dem Weg. Trotzdem noch schnell geholt. So. Oh, ich bin. Bin ich noch auf dem Weg? Spur markieren, anscheinend doch. Das ist wieder eine grüne Ressource. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Na, dann machen wir das mal. Der Regen hat sich schon lange angekündigt.
Ach, da. Mich schon gewundert, wo die Spur jetzt markiert ist. Von dem Wächter. Komme ich ganz schön weit nach Süden jetzt. So, jetzt hole ich mir den Speer. Ah, genau, der war das. Tatsächlich war das der Moment, wo ich gestorben bin, oder wo ich mal gestorben bin. In meinem ersten Versuch hier. Das ist nicht so einfach war, den Wächter zu erledigen, aber ich denke, von hier oben wird es vielleicht einfacher. Deswegen versuche ich das mal. Mit etwas Abstand. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Wenn ich die jetzt hier angreife. Die Maschine ist schnell. Boah, die sind üblicherweise schnell. So. Komisch, dass der mich erwischt hat. Vorne scheint noch einer zu sein. Die habe ich jetzt aber alle ganz gut erwischt. Indem ich sie kaputt haue. Aber hat mich auch ganz schön Lebenspunkte gekostet. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. So, wo ist der Speer? Hole Aranas Speer. Wahrscheinlich hier. Da. Aranas Speer. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Sehr schön. Der ist runtergefallen, der Plünderer. Deswegen hatte ich ihn jetzt nicht mehr gesehen. Jetzt bin ich recht weit weg. Jetzt kann man
hier auch schnell zu dem Lagerfeuer reisen, aber das kostet halt so ein Schnellreisepaket. Kriegst du später recht günstig. Die sind recht günstig später. Die sind recht günstig. Naja, vielleicht für jemanden, der ständig... der ständig doppelte Einkünfte bekommt. Ich weiß nicht, ich würde lieber noch ein bisschen sparen. Die Schnellreisepakete. Das nehme ich lieber mit. Muss ich ja wieder auffüllen, die Gesundheit, die ich jetzt verbraucht habe. Das ist noch eine schöne rote Pflanze. Ich darf nicht mit ihr reden. Ich darf nicht mit ihr reden. Hi. Ich wünschte, die Ausgestoßene würde jemand anders belästigen. Gemeinheit. Wissen, wann man das mal braucht. Und wieder voll. Genau, mit dem Speer bin ich zurück. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. So, Speerstärkung plus 1. Weiß ich gar nicht, was das bedeutet. Sieht man das irgendwo an dem Speer? Ich glaube, der Feuer war vorher noch nicht blau, oder? Jetzt ist er, glaube ich, blau. So, ansonsten habe ich hier einige coole Modifikationen. 30% Handhabung plus 8% Eis. Sag mal nicht, wo ich die anbringen kann.
hier tatsächlich. Warum Eis? Das Eis nutzt mir gar nichts, glaube ich. Es ist nur Handhabung, die würde ich jetzt verbessern. Das Eis wäre dann an der Stelle verschwendet, leider. Und was war das andere? Schock kann ich hier verbessern. Das macht vielleicht Sinn. Oder hier nochmal Abriss verbessern. Oder die 8% Handhabung. Ah, ich bring das mal noch an. So, Stufe 6 habe ich anscheinend auch erreicht. Und einen neuen Fähigkeitspunkt erworben. Ich brauche 3. Okay. So, die nächste Quest wäre jetzt aber wieder Grata. Kauzige Grata. Und die ist da oben auf dem Berg. Dann suchen wir die mal. Ich bin bisher immer recht wild da hochgelaufen, aber hier scheint tatsächlich ein ganz guter Pfad einfach zu ihr zu sein. Kann man den ja auch nehmen. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Vielleicht habe ich was für Hallo, dich. Hallo, Grata. Urmutter, seit meiner Verbannung. Bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss? War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Urmutter, deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tue, was ich kann. So. Jetzt habe ich ihr Kaninchen gebracht, aber sie möchte gerne auch noch ihre Gebetsperlen wieder haben. Ja, die gibt es da oben. Also wieder in eine andere Richtung aufbrechen. Um die zu holen. Und Vorsicht da unten! Und da sie eine Ausgestoßene ist, redet sie nicht mit uns. Und sich an die Gesetze hält. Anders als ich. Huch. An einem Baum vorbeikommen ist eine schwere Sache.
und eine hiervon. Kurz zwischenspeichern. Die bleiben jetzt da hocken, anscheinend. Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich Arana verloren hätte. Danke, Aloy. Nett. Ich glaube... Ja, ich glaube, es war nicht ganz so einfach. Nicht deshalb, sondern weil ich auf einen Berg irgendwie klettern musste. Soweit ich mich erinnere. Schauen wir mal. Krater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Genau. Da hatte ich das, glaube ich, mit den... mit dem Weg nicht so einfach gefunden. Wo es überall lang ging. Ach, da. Jetzt finde ich's, sehe ich's besser. Sind ja immer diese gelben Knoten. Ups. Und Seile. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist?
Mutters Wiege. Mutter Herz. Mutters Wacht. Da geradezu, oder was? Ja. So, abseilen. Zum ersten Mal so cool abgeseilt. Muss ich nur wieder zurück zur Grata. Ich glaube, hier bin ich gefallen. Und ich gehe einfach hier lang. Autsch! Autsch? Mitten in einem Nest. Feuer. Könnte ich mal versuchen mit dem Feuerpfeil? Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Okay. Das macht's also. Da rennen sie weg. Erlegt. Für mich. Sehr schön. Welche? Man muss weiter weg sein. Dann ist es auch nicht so schlimm. Ja, die ganzen Ressourcen, die spawnen hier immer neu. Sonst wären die schon längst weg. Hab ich hier schon alles eingesammelt in der Nähe. Da drüben die Pflanze hole ich. Dann habe ich die Gesundheit auch fast wieder voll. Egal.
der hier noch so Geräusche macht. Lockt mich an. Unfall. Da ist Grater. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Hier sind deine Gebetsperlen, Grater. Jetzt hast du, was du brauchst. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grater, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grater. Vorerst. Urmutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Lass mich dir zuflüstern, wie das Rascheln des Grases mir dein tröstendes Flüstern bringt. Urmutter, siehst du, wie glatt die Perlen durch das viele Wenden geworden sind? Als sie neu waren, betete ich für die Alten. Doch jetzt sind sie so alt wie ich und ich bete für die Jungen. Na dann, danke, Grater. So, und jetzt habe ich hier nochmal neue Rohstoffe gefunden. Aber was die Quests betrifft, habe ich hier, glaube ich, alles gemacht, außer... Ich habe ja fast gar keine Lohen. Könnte ich gar nicht. Holen mir die Schleuder. Die Karja-Schleuder. Außer eben diese Karja-Schleuder. Aber da habe ich noch nicht alles für. Und das wäre jetzt die Hauptquest, die Fortsetzung der Hauptquest. Ich würde aber vielleicht nochmal in die andere Richtung gehen, weil ich habe hier auch jetzt die ganzen Lagerfeuer auf der Karte aufgedeckt. Außer dieses in der Richtung, zu diesem Plünderer-Areal. Da war ich auch schon mal und da gibt es irgendwie nochmal extra Ressourcen. Und ich glaube, da kommt man sonst nicht hin. Wenn man da jetzt nicht aktiv hingeht. Deswegen würde ich mich mal auf den Weg dahin machen und dann zu Rost. Und vielleicht kann ich vorher auch noch diese... Ja, diese Karja-Schleuder mir holen. So, aber da müsste ich mir einen... Hier müsste ich ja eigentlich auch hinkommen.
Hier ist doch so eine Art Pfad. Und dann hier hinten durch. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, aber ich glaube, hier gibt es so ein paar Abfahrten, wo man schnell runterkommt. Und hier ist doch... hier ist der Pfad zu ihr. Und mal zu dem da. Da müssen wir mal gucken. Da ist ein Seil nach unten. Gibt es auch einen Weg nach oben? Das brauche ich vielleicht noch. Würde ich sagen, da ist eine Treppe. Ich habe schon geahnt, dass es schneien würde. Jetzt schneit's. Hier sehe ich aber nicht so wirklich... Okay, doch, ich sehe einen Weg. Aber ich komme nicht hoch hier, ne? Nicht hier. Aber hier. Gut, dass sie so gut klettern kann. Ich komme hier nicht durch. Oh nein. Das Tor ist eigentlich... Das Tor ist jetzt verschlossen. Später ist es dann nicht mehr verschlossen. Hilft mir jetzt aber wenig. Doof. Komme ich jetzt nicht durch.
nicht umsonst hochgelaufen. Möb. Genau. Und da oben ist diese komische Struktur. Diese komischen... fädenartigen Dinger. Auf dem Berg. Sieht auf jeden Fall faszinierend aus. Okay, rutschen wir zurück. Ja, denke ich auch. Irgendwas Technisches. Die Kleidung ist ja auch immer lustig. Von den frischer geht's nicht. Bewohnern hier. Weil die halt alle so Metallteile auch tragen, so als Rüstungsgegenstände. Die nicht wirklich von ihnen gefertigt sind. Herz. Die müssen sie also auch alle aufgesammelt haben, beziehungsweise von den Maschinen vielleicht auch, also den lebendigen Maschinen. Es gab noch keine Offenbarung bezüglich der Mutter. Samson, woher weißt du davon? Das könnte man natürlich jetzt machen. Denn ich soll zu Rust gehen. Um mich mit ihm am Haupttor zu treffen. Also mache ich das jetzt mal. Und wandere jetzt nicht nach da hinten, nachdem das jetzt enttäuschend war, dass ich da die Abkürzung leider nicht nehmen kann. Hallo Murmeltier. Und natürlich auch nochmal hallo Samson. Der Urlaub war super. Ich habe Skifahren gelernt. Nur leider mich auch erkältet. Immer diese Tiergeräusche. Natürlich erstmal auf der Kinderpiste. Zusammen mit dem Kind. Zusammen mit dem Kind sogar, ja, sehr richtig. Witzig. Genau. Denn sie hat auch Skifahren gelernt, die Kleine. Beziehungsweise noch besser gelernt, denn sie konnte das ja schon ein bisschen. Gute Nacht, Alex. Im Gegensatz zu mir, der ist noch. Noch mehr lernen musste. So.
Ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, Skifahren zu lernen, und wenn man es dann noch ein bisschen besser kann, dann macht es noch mehr Spaß. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, ich musste oft aufstehen. Denn ich bin ja oft hingefallen. Es war ja am Anfang mehr Skifallen, wie ich immer gerne sage, als Skifahren. Ich kann mich entspannen. Aber man lernt es doch erstaunlich schnell, muss ich sagen. Wie viel Lohn habe ich jetzt? Habe ich immer noch so wenig? Jetzt habe ich 3 von 15. Immer noch echt wenig. Noch ein paar Läufergruppen auf dem Weg mitnehmen. Oder vielleicht mal diese Läufergruppe jagen, bevor ich zu Rust gehe. Wobei der schickt mich ja erstmal auf diese Prüfung. Genau, ich weiß. Es ist ja noch gar nicht die entscheidende Prüfung. Zu der ich jetzt soll. Das ist ja noch erstmal eine andere Aufgabe. Was immer sie da jagen, es ist wohl schwer zu erlegen. Aloy, du bist hier. Ja, ich höre die Geräusche auch. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Also, Rust. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich war übrigens bei Cast und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Werde ich das? Okay. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf.
ruh dich am Lagerfeuer aus. Öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Herr Sägezähne, ja dann viel Spaß im Lurk. Folge dem Pfad, es ist nicht weit. Diese Hütte, was ist damit passiert? Und liebe Grüße an Mama. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Hier kriege ich Lohn. Das war jede Menge. Leuchtendes Geflecht, das möchte ich natürlich auch einsammeln. Und dazu müsste ich jetzt meine Rohstofftasche vergrößern. Das könnte ich mal eben machen. Denn dafür habe ich ja Dinge zurückgehalten. Rohstoffbeutel. Inventarkapazität auf 50 erhöhen. Jetzt bräuchte ich Schweinsknochen, die habe ich nicht. Für die nächste Größe. Ja. Kann ich nehmen. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Da ist ein Wächter. Da ist ein Kadaver. Und da ist ein Truthahn. Berg. Stammeskrieger nicht diese Maschine. Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder lang tot, wenn du nicht aufpasst. Hallo, Onata. Der Opa aus dem Erzgebirge. Sehr schön.
Da ist ein Fuchs. Da sind noch mehr zerstörte Maschinen. Ja, genau das wollte ich nicht. Getroffen. Egal. Das waren dann die anderen Krieger, die hier kaputt gemacht haben. Und mir die vielen schönen Ressourcen hier hinterlassen haben. Werde ich die mal lieber aufsammeln, bevor ich nicht mehr kann. Oh. Schon soweit? Eine Holzhütte. Zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Wie besiegt man ihn? Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ich markiere den erstmal. Und seine Spur. Da sind jetzt die anderen Sachen weg. Irgendwie schon. Da war doch noch ein kaputter Läufer. Oder irgendwas. Dachte ich. So, hier kann ich mich vorschleichen. Der ist da hinten. Und man kann mit der Stolperfalle Fallen stellen. Ich würde jetzt nochmal gucken. Der hat jetzt einen neuen Eintrag im Notizbuch erzeugt hier hinten. Ein Sägezahn. Und der hat Feuerschwäche. Auf Körper- und Lungenbehälter. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Da würde ich den vorrangig mit Feuerpfeilen angreifen. Aber erstmal hier eine Schockfalle in seinen Weg stellen. Und vielleicht noch eine zweite zu mir. Und dann bleibe ich hier in dem Gras. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ups. Na gut, dass er das nicht bemerkt hat. Genau,
Also der Plan wäre jetzt, dass er vielleicht in diese Schockfalle reinläuft, dann verpasse ich ihn einem Pfeil. Erster Treffer. Oder ein paar mehr. Läuft dann die nächste Schockfalle. Wow. Nicht so einfach zu besiegen. Da muss ich ganz schön viel draufhauen. Okay. Ach, da ist das andere Wächterding. Oder Vorratskiste oder irgendwas. Laufen wir nochmal dahin. Ich weiß. Wenn ich ihn jetzt einsammle, ist es zu Ende. Komme ich da überhaupt hoch? Weiß gar nicht wie. Ne, wenn ich jetzt einsammle, dann ist die Sequenz zu Ende. Von da oben? Ja, doch. Oder? Oder doch nicht? Muss ich erstmal da rankommen. Komme ich ja auch nicht rein. Na gut, dann eben nicht. Ne, dann eben nicht. Dann sammle ich ein. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt? Wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich?
Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ja. Jetzt war ich schon hinter dem Becken Nordtor und habe dieses Biest gefangen und besiegt. Jetzt könnte ich es nochmal versuchen, hier hinten, nach hinten zu wandern. Oder wir gehen zum Initiationsritus. Wobei mich auch interessieren würde, nochmal zu... Ah, genau, hier ist er. Zu ihm zu gehen, um die Schleuder zu holen. Denn jetzt habe ich ja genug Lohn. Und könnte nochmal verkaufen. Ansonsten hatte ich eine neue Kiste bekommen. Die habe ich noch nicht wirklich ausgepackt. Könnte ich jetzt machen. Ja, hier sind wieder... Ein Gesundheitstrank gibt's auch. Trank. An die muss ich mal denken. Da habe ich nicht dran gedacht, die zu nutzen. Immer nur die Heilung mit den Pflanzen genutzt. Dabei sollte man die Gesundheitstränke ja auch verbrauchen. Jetzt habe ich auch genügend Erfahrungspunkte, um meine Konzentration zu verbessern und länger zielen zu können. Das ist auch ziemlich hilfreich. Wenn ich wieder angreife. Genau, dafür sind sie da. Und ich habe die immer nicht genutzt und stattdessen halt immer die Pflanzen benutzt. Und die gehen einen dann immer aus. Oh. Komm, Häschen. Wundersame Weise trotzdem getroffen. Der Truthahn ist direkt schon gegrillt. Wir sind auf dem Weg leider wieder. Gegner. Naja, nicht so direkt. Hier auf einer Seite vorbeigehen. Aber gehe ich dann noch richtig? Ja. Natürlich wird Bast gewinnen. Man muss ihn doch nur ansehen. Ich muss gewinnen. Die Köche haben sich dieses Jahr wirklich übertroffen. Ach, morgen habe ich genug Zeit, meine Maßlosigkeit zu bereuen. Freuen sich alle schon auf den Initiationsritus.
und denken, dass der fiese Bast gewinnt. Dabei muss ich ja gewinnen, damit ich Antworten bekomme. Hab ich dich! Was willst du jetzt? Handeln. Und zwar hatte ich mir diese Kaja-Schleuder. Die blaue. Vorgenommen zu holen. Tun wir die denn mal dahin. Und sonst wollte ich mal schauen, was ich an Rohstoffen verkaufen kann, die nur gut sind zum Verkauf gegen Metallscherben. Zum Beispiel den Tierschädel-Talisman. Genau, am Ende habe ich diese Tränke immer verkauft. Bevor meine... Das ist auch alles. Bevor meine Vorräte komplett voll waren. So, Alex meinte, die sind recht günstig, die... Ah, du hast das Spiel durchgespielt. Ja, dann danke dir, Onata, fürs Hallo sagen und einen schönen Abend dir noch. Also ich habe die Story noch nicht durchgespielt. So, die wollte ich ja noch aufmachen, ne? Diese Kisten. Über die Gutscheine, die ich da habe. Aber der hat anscheinend solche... nicht übersehen habe, hat er keine. Ein neuer Tag, ein neuer Handel. Keine von diesen Reisepaketen. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Danke, danke, Karst. Oh, ist das nett von dir. Tutorial Kaja-Schleuder. Genau, das kann ich dann alles bei kaufen. Schleuder, Kaja-Schleuder. Und Stolperfalle. Die kann ich auch noch machen, diese Aufgaben. Das ist neu, der Munitionsbeutel für Schleudern und die Schleudermunition ist neu. Ich werde mal Jägerbogenköcher. Das ist, denke ich, wichtig, dass der mal größer wird. Ansonsten brauche ich jetzt hier Schweinsknochen. Auch. Oh, da sind 4 Schnellreisepakete drin.
einiges an Zeug drin. Das gehört jetzt mir. Interessant auch, dass sie alle irgendwie Metallnamen haben. Der heißt Rost. Ich Aloy. Und die Orte heißen alle irgendwas mit Mutter. Auch die dann in dem neuen Gebiet. Wenn ich hier noch nicht so viel sehe. Hinter dem Haupttor. Gut, wenn ich jetzt so viele Pakete habe, dass ich schnell reisen kann, verwende ich mal eins von den 8, um schnell da hochzukommen. Na gut, dann sehen wir leider erstmal einen Ladescreen. Den hätten wir sonst nicht gehabt. Schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Letzte Ratschläge? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Ich hol mir noch ein Wasser. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Was wir auch nicht wissen, ist, warum er ein Ausgestoßener ist. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Na, dann schauen wir mal. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert.
Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Mein Papa. Dann auf Nimmerwiedersehen. Aber ich werde dich finden. Ich verstehe. Nee. Ich habe beim letzten Mal habe ich geantwortet, ja, aber ich werde dich finden. Ich versuche es jetzt mal mit, ich verstehe. Auf Nimmerwiedersehen kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Dann danke ich dir dafür. Es wird mich an dich erinnern. An all deine Hilfe. Auch bei der Vorbereitung für diesen Tag. Danke. Schwerer als gedacht. Aber das Band hält. Die Urmutter segne dich. Und dich. Wie konnte er das nur tun? Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren. Ja. Jetzt bin ich alleine. Also, ich verstehe. Das ist keine so gute Antwort. Also, eigentlich konnte ich nur antworten. Ich werde dich finden. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Oder du blutest. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tiersa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Und ich habe schon einen Freund in Mutterherz. Und ansonsten ist es recht voll. So viele Menschen, wie ich noch nie gesehen habe. Als Aloy. Es ist an der Göttin, über die Karja zu richten. Nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Die Karja. Wenn das so weitergeht, wird sie mich niemals bemerken. Lass mal aufwärmen. Vielleicht sind die Kater gekommen, um sie zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Oh. Endlich können wir Sorgen und Kummer hinterlassen. Mehr von den Attrappen zum Kaputten machen. Über die Kater zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Ich lasse mir von den ungläubigen Karja doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Da ist auch noch eine. Ungläubige Karja. Hey Leute! Du bist es, oder? Hier drüben! Und da ist mein Freund. Aloy, hier. Ich habe etwas für dich.
Tap. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tap ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Und da kriege ich ein Nora-Kriegerin-Kleid und auch eine Gratiskiste wieder. Und die hat einen Modifikationsslot, den ich nutzen kann. Kann ich mir auch noch andere Sachen leisten. Tauschen wir das. Schauen wir mal, ob ich... Ja, ich war ja gerade bei dem anderen Händler. Das ist Quatsch, dass ich irgendwas zum Verkaufen bekommen haben könnte, denke ich. Nein. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tap. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen. Oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Also, vielleicht sollte ich mir ein schönes Fell suchen. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit werden. Hier ist Party überall. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Komm da runter, sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle? Ich will, dass du da runterkletterst! Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe. Ungläubigen Kater doch nicht das Fest. Jetzt hört genau zu. Was sollten Nacht Sie denn ihm diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin? Was ist dein Großer? Und ich will auch aufs Dach klettern. Denn da gibt's Ressourcen. For free. Da ist Tirsa. Ist noch etwas Weg. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das
waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit, die sie machen würden, sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich. Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König. Eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Vielleicht sind die Kanja gekommen, die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Ich will tanzen. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Das ist die Geschichte. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von die Vorstellung der Nora, Maschinen, Tiere, von der Entstehung der Welt sozusagen. Und das ist der Metallteufel, der sich da über die Berge zieht, denke ich, obwohl sie von auf die sie sich beziehen. Wer ruft mich? Ah, Karst. Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz, ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal bist du Kriegerin. Sollen wir erkennen, wissen, was die Kaja unserem Stamm angetan haben? Urmutter, gib mir Kraft! In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Kaja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens.
Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und Versklaver! Ja. Mörder und Versklaver! Hey, erleuchtet halt! Lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Das ist an der Göttin, gegen die Karja zu richten, nicht an mich. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Dass die Karja bei euch sind. Alle tun so, als wären die verfluchten Karja unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. Da eure Nachkommen heute die Reihen eurer Krieger verstärken, beten wir mit euch, dass die Sonne ihnen Kraft geben möge. Als Mutter Tirsa zu ich bin dankbar für diesen Tag, dass ihr mich bei euch empfangen habt. Er trägt einen Fluch der Weisheit, genau wie meiner. Der Gnade eurer Mütter. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, dein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende?
Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kharja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Kharja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20, wenn sie einen Jäger sahen. Es war schwer, sie, aber dann kam die, und jetzt, noch ein paar Jahre, als ob das noch nicht auf... Wie der Sägezahn? Ja. Und wie kommt... Das weiß niemand. Wenn die Kharja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kharja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Kharja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Der scheint eigentlich ganz nett. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja,
Schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay, dann sollte ich zur Segnung gehen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. So, als wären die verfluchten Kaja unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. Ja. Ich lasse mir von den ungläubigen Kaja doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Also, der geht jetzt dahin. Und alle anderen eigentlich auch. Die Nora sind sehr... sehr abweisend, was die Kaja angeht. Sie haben sich beim Fest verliebt. Es ist doch nur passend, dass sie sich bei einem anderen wieder trennen. Und jetzt gehen hier irgendwie alle zum... zur Zeremonie. Von den ungläubigen Kaja doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Genau, die glauben an was anderes, die Kaja, und genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Und der kam alles Leben von der sollte ich auch. Menschen zusammen, Maschinen, Tiere. Es ist wie bei Skyrim, alle reden durcheinander. Genau. Ja, die glauben an was anderes und die Freibeuter auch irgendwie, oder sind auch eine andere Gruppe. Und so lernt man mal schnell zwei neue Gruppen kennen. Wenn man hier rauszoomt, nee, sieht man noch nicht. Hier irgendwo wird dann Meridian sein, an diesem Zipfel. Und das ist die gesamte Karte. Genau. Hier sind noch erkennt man noch mehr von diesen ganzen Tentakel-ähnlichen Dingern und dieser Metallstruktur, die Metallteufel vielleicht, den die Lora hier meinen. Naja, auf jeden Fall alles eine sehr interessante Geschichte. Und man lernt immer mehr von dieser Welt kennen. Aber ich würde jetzt, bevor es zu dieser eigentlichen Prüfung geht, erstmal wieder aufhören wollen. Denn ich merke gerade, dass ich müde werde. Und würde mich mal zum Lagerfeuer begeben und dort abspeichern. Bei der Erprobung war ich nicht mehr. Liegt das an mir oder schmeckt ihr ein Topf dieses? Und dann. Ja, Cliffhanger, genau. Thürerwall, danke für die 42 Bits. Das kannst du jetzt aber nicht jeden Tag machen, wenn ich morgen wieder spielen sollte. Also kannst du natürlich schon gerne, aber musst du natürlich nicht.
Genau, da muss ich hier nur mal schnell zum Speicherknoten gehen und kann dann quasi da an dieser Stelle fortfahren und muss dann zur Zeremonie gehen. Ach, morgen bist du nicht da. Ja, mal gucken, ob ich morgen weiterspiele. Theoretisch geht's vielleicht, aber ich weiß auch nicht. Genau, vielleicht schaue ich auch mit Alex lieber abends einen Film oder so. Genau. Ich weiß noch nicht, wie lange sie so wach ist. Meistens wird sie ja früher müde. Okay, dann nochmal danke dir, Thürerwal. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und ja, also ich finde die Story auf jeden Fall ziemlich cool. Und möchte mehr über das Ganze hier herausfinden. Was ja Onata anscheinend schon zu kennen scheint und andere von euch vielleicht auch schon. Ja, danke, Thürerwal, danke. Dann schlaft mal gut. Und dann vielleicht bis morgen oder bis demnächst. Okay, dann gehe ich wieder direkt so raus und nochmal gute Nacht. Ciao.